Ich hätte irgendetwas sehen müssen, eine Präsenz fühlen müssen. Da war nichts, nur dieses ewige Trinken. Ihr vergesst, dass ihr dort der Eindringling wart. Und die Herren eben dieser Domäne, ihre Geschöpfe müssen sich euch nicht zeigen, wenn sie nicht wollen. Es ist kein Haus, in das ihr einfach hereingeht, erfasst, was drin ist, ob es will oder nicht. Es ist mehr wie eine Kerze in einem dunklen Raum. Wenn euer Verstand ihn nicht hinreichend ausleuchtet, könnt ihr auch nicht sehen. Und in diesem Falle ist es wohl hier so, als hätte jemand über zwei Finger genommen und euren Docht gedrückt. Ich hätte etwas sehen müssen. Da war nichts, nicht einmal Wasserleuchten, gar nichts. Nun, und als ihr nichts gesehen habt, was war euer Instinkt? Ihr Nun habt ja. gesucht, nicht wahr? Ihr wolltet näher heran, verein. Und seht ihr, so kriegen sie euch. Denn irgendwann seid ihr so tief drinnen, dass ihr den Weg nicht mehr herausfindet. Und dann habt ihr nur noch eine Wahl vor die Herz, den man euch stellt. Nun gut, wenn ihr das glaubt, aber ich weiß nicht, wo sie hin sind, aber sie haben sich nicht vor mir versteckt. Sie waren einfach nicht da. Wollt ihr damit sagen, dass sie an einem anderen Ort waren? Auf Dere? Ich weiß nicht, wo sie waren, aber nicht dort. Weil beim Herrn der Unelemente konnte ich wenigstens ein dumpfes Dröhnen hören, ein Lärm, aber Herren der Elemente, ja? der Unelemente, ihr wisst Hm, schon. natürlich. Nun gut, vielleicht ergibt sich das Rätsel später. Was ist wahrscheinlicher, Kapitän? Dass ihr einfach nichts gesehen habt? Oder dass die Niederhölle tatsächlich leer ist? Dass alle Dämonen hinfortgefegt wurden an wissen alle Entitäten für Orte. Ich weiß, was ich gesehen habe. Nun, aber es ist dennoch seltsam, denn ihr meintet ja, ihr habt nicht einmal ihre Herrin gesehen. Ja. Und diese müsste ja eigentlich dort unten sein, denn wäre sie hier auf Dere oder irgendwo anders, nun, das hätte man zumindest bemerkt. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, aber nun, ich wollte es euch mitteilen. Vielleicht könnt ihr euch einen Reim drauf machen. Da war nichts. Diese Domäne war leer. Nun, vielleicht ist es der Charakter des Unwassers selbst, der dafür sorgt, dass ihr nichts wahrgenommen habt. Wisst ihr, Wasser umspült einen Stein. Ich hätte aber etwas hören, etwas fühlen müssen. Bei den anderen Domänen konnte ich wie etwas hören, etwas fühlen. Aber dort war nichts. Aber spracht ihr nicht davon, dass ihr das Gefühl hattet zu ertrinken? Ja, aber man hätte trotzdem das Unwasser macht trotzdem Geräusche, nicht wahr? Nun. Warum, Kapitän, unterziehen wir diese Hypothese nicht einem sehr einfachen Test? Nein. Was habt ihr vor? Es wird kein Nun, Dämon aus dieser Domäne es sind keine beschworen. Dämonen in ihrer Domäne, ließe sich keiner rufen. Lässt Nein, sich einer keine rufen? Dämonen beschwören, das habe ich euch schon einmal gesagt. Dann fürchte ich, müsst weiter in eurer eigenen Unwissenheit darben, anstatt zu wissen, wie es nun aussieht. Könnte es ein Schachzug der Ersäuferin sein, um Abelmir in den Wahnsinn zu treiben? Genau das habe ich doch gerade gesagt. Ja, da braucht es aber nicht so einen Schachzug. Das ginge schon viel leichter. Was wollt ihr denn damit sagen? Naja, man müsste euch nur ein Rätsel vor die Nase legen, das keinen Sinn macht. Und ihr würdet euch Kopf Tag ein Tag aus darüber zerbrechen, so lange, bis ihr vollkommen wahnsinnig darüber werdet und daran verzweifelt, weil ihr denkt, ihr müsstet irgendeinen Sinn daraus lesen. So schwach schätzt ihr mich ein? Und es scheint zu funktionieren. Nun, sie könnte ihre Armeen genommen haben, um eine Eroberung zu starten. Schließlich sind sich auch die Erzdämonen spinnefeind. Denn ich denke, wenn ihr Gefolge hier auf Dere wäre, hätten wir es wohl mitbekommen. Selbst vor unzähligen Äonen, als der 13. Erzdämon die Dämonenkrone schuf und sich anschickte, Krieg zu machen gegen seine Eidgenossin, selbst da waren die Niederhöllen nicht leer.
Was bringt euch auf den Gedanken, es könnte jetzt so sein? Also entweder glaubt ihr mir oder ihr glaubt mir nicht. Ich glaube eure Aussage. Ich glaube nicht eurem Schluss, Kapitän. Ich denke, ihr verzettelt euch. Was ist euer Schluss dann? Mein Schluss habe ich euch jetzt vorgetragen. Das ist doch kein Schluss. Dass eure Sinne bewusst getäuscht worden sind. Nun gut, also ihr glaubt mir also gerade nicht. Ihr als Illusionist wirst du doch wissen, dass etwas solches ohne größere Probleme möglich ist. Von einer Wesenheit, die sehr viel mächtiger ist als ihr, erst recht. Ich glaube, dass das, was Abel mir gesehen hat, tatsächlich so ist, wie er es gesehen hat. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich der Wahrheit entsprechen muss, die dort unten oder dort oben oder wo auch immer tatsächlich die Struktur bilden. Nun, es könnte selbstverständlich sein, dass ihr nicht da wart, wo ihr dachtet, dass ihr wart. Und einfach etwas anderes gesehen habt. Die Sternenlehre zum Beispiel. Kapitän? Ja? Was ist, wenn Schamane sagt, großes Tabu, und wir haben Tabu gebrochen, aber wie sieht's aus, wenn der Hexenmeister einen Dämon ruft und wir wissen gewinnen? Und wenn einer kommt, schickt er ihn wieder weg. Er kann das ja versprechen. Wir beschwören keine Dämonen. Aber was ist das größere, was ist der größere Schrecken? Wenn einer kommt oder wenn einer nicht kommt? Das ist unerheblich. Wir beschwören keine Dämonen. Hier geht es um Prinzipien. Welche Prinzipien? Dass keine Dämonen beschworen werden, dass die Schöpfung unbefleckt bleibt, dass nicht Geschaffenes nicht auf diese Insel gerufen wird. Meint, ich denke, so jeder, der Maraskaner unbefleckt gelassen habt, ja? Genau. Jeder, so der unvorsichtige Elementarherbeirufung uns allen fast das Leben gekostet hätte. Diese Art von Beflecktheit, meint ihr, ja? Ihr habt eine hervorragende Idee. Das finde ich richtig. Wir sollten ein Elementar beschwören. Am besten ein Wasserelementar. Zu welchem Zweck? Es ist immer gut, ein Elementar zu haben. Fragt ihn, unberechenbares Wesen, das ich zu kontrollieren offensichtlich nicht in der Lage bin. Zeig mir, wie die Niederhölle aussieht. Bitte, wenn ihr sie sehen wollt, ich bringe euch hin. Das bringt doch jetzt nicht dieser Streit. Nun, es wird jedenfalls kein Dämon beschworen, Basta. Solltet ihr nicht samt und sonders eure Astralkraft weitgehend aufgebraucht haben? Nein. Ich gehe sorgsam damit um. Außerdem, als wir auf dieser Linie saßen, da ist mich ein ganz, ganz warmes und wohliges Gefühl durchkommen. Da habe ich ein bisschen meiner Kraft zurückgehalten. Und wir werden dieses Rätsel hier nicht lösen können. Vielleicht. Nein. Aber mir kam gerade noch ein Gedanke. Ihr habt doch nur an einer bestimmten Stelle in die Niederhöllen geblickt, oder? Ihr seht nie die ganzen Niederhöllen. Natürlich nicht. Man kann die Niederhöllen nicht Sie sind unendlich. Nun, wenn nur dieses kleine Fleckchen der Niederhöllen leer war, dann ist das doch weit weniger beunruhigend und hat vielleicht mit der Pforte zu tun? Es ist trotz der Unendlichkeit der Niederhöllen ein ehrendes Gesetz, das von jedem einzelnen ihrer Orte aus die Zitadelle ihres Herrschers erblickbar ist. Aber was Zulamin gesagt hat, kann trotzdem richtig sein. Überlegt einmal Folgendes. Erinnert ihr euch noch an Utas Pforte? Habe mir. Ja. Auch eine Pforte. Nun, durch sie hätte man auch nicht direkt ins Totenreich blicken können, oder? Nun, man hätte aber zumindest die Geister der Toten erkennen müssen. Wenn sie aktiv durch die Pforte ausströmen, in der Tat. Wenn sie dort sind. Und haben wir das getan? Haben wir die Geister erkannt? Ich habe heute keinen erkannt. Und damals schon. Echt? Oh. Das ist interessant. Das ist mir tatsächlich verborgen geblieben. Aber gut, das kann natürlich sein. Dann ist mein Gedanke hinfällig. Irgendetwas geht vor. Vielleicht mögt ihr vorübergehend über etwas anderes nachdenken. Ich glaube, ich habe den Paktierer gesehen, der damals gescheitert ist. An der Pforte des grimmigen Jägers. Erzählt.
Er lag in einem Bett, ein uralter Mann. Es kann sein, dass er erst nun ja durch sein Scheitern so verfallen ist. Er war schrecklich entstellt, überzogen von Bocken. Ich bin sicher, die Götter straften ihn. Wie habt ihr ihn gesehen? Im Körper einer Person? Durch die Augen einer Person? Er winselte. Er flehte mich um Vergebung an für sein Scheitern. Wer wart ihr? Durch wessen Augen habt ihr geblickt? Ich sah seinen Stab aus rotem Holz und die siebenzackige Dämonenkrone. Ihr habt durch seine Augen geschaut? Ich glaube, ja. Der Paktierer sagte mir, dass ich es nun tun müsste, nachdem er gescheitert sei. Aber offenbar ist das nie geschehen. Der Sphärenschänder hat es nicht selbst getan. Die Pforte blieb verschlossen. Das sind völlig neue Informationen, die so nicht bekannt waren. Nun, es ist auch nicht gerade eine zitierfähige Quelle. Auch wenn es mir jetzt noch so lebendig vor Augen steht, als hätte ich selbst das erlebt. Er sagte, er sei sogar eigens in den siebten Kreis gegangen. Aber nicht einmal das hätte ihm geholfen. Selbstverständlich. Unfähige Stümper, alle miteinander. Stimmt. Bobberath musste scheitern bei solchen Gefolgsleuten. Naja, Bobberath selbst war ja auch... Ich würde jetzt sagen, hätte er sich auf Elementarzauberei verlassen, hätte er noch etwas aus sich machen können. Es gibt keine Krone der sechs Elemente. Eine, von der ihr wisst zumindest. Nun, hoffen wir, dass es auch für immer so bleibt. Es gibt die elementaren Schlüssel. Das ist euch hoffentlich bewusst, oder? Das Konzept ist mir am Rande vertraut. Nun, wenn wir den Schlüssel des Wassers erst haben, dann werdet ihr schon noch sehen, welche Macht ein solcher Schlüssel imstande ist zu beherbergen. Oh, wir müssen nur den elementaren Herrn des Wassers finden. Was bringt euch auf den Gedanken, dass ein solcher Schlüssel leichter zu kontrollieren wäre als ein Splitter der Dämonenkrone? Das ist relativ simpel. Wir sind aus den Elementen geschaffen. Die Elemente sind Teil unserer Sphäre. Sie haben kein Interesse daran, diese Sphäre zu zerreißen, zu verderben oder ins Chaos zu stürzen. Und hier geht es nicht um Kontrolle. Und nichtsdestotrotz werdet ihr vermutlich vom Wesen des Wassers übermannt werden, sobald ihr ein solches Artefakt anfasst. Nicht, wenn ich es anfasse, aber wenn ich es nutze, mit Sicherheit. Nun, und wie euch mittlerweile die See sicherlich beigebracht haben sollte, ist Wasser nicht unbedingt das dem Menschen freundlichste Element. Nun, was haben wir für ein Glück, dass ich ein Zwerg bin? Und das war ein Witz. Jetzt lacht doch. Seht ihr? Ja, in euch steckt jedoch ein Humorist. Also, mit dem Schlüssel können wir Großes tun. Und natürlich ist mir bewusst, welches Risiko das Ganze in sich trägt. Aber wir müssen es trotzdem versuchen. Immerhin ist das wohl die Möglichkeit, am Ende alles aufzuhalten. Dies sind dieselben Worte, die Bobberath in der dritten Dämonenschlacht sprach. Dies sind dieselben Worte, die Galotta sprach, als er im Barabak lehrte. Dies sind dieselben Worte, die Helahoras sprach. Dies sind dieselben Worte des Franhoras. Nun, dann bin ich in ziemlich berühmter Gesellschaft, nur sind sie alle gescheitert, wo ich schon längst weiß, dass ich scheitern werde. Ich habe ihnen also eins voraus. Es war kein Witz. Fremde Gs, mach die Augen zu. Wir sollten uns wirklich ausruhen. Ich grübel immer noch nach über den Versuch, eine Pforte zu schließen, um mittels einer anderen Pforte. Es geht mir nicht aus dem Kopf herum. Ja, ich liege wahrscheinlich noch lange wach und grüble, wie ich das Problem lösen könnte. Ramin träumt ein bisschen davon, Bobberath zu sein. Denn es war schon, ja,
Mächtig, allmächtig. Und das tue ich auch manchmal, aber davon erzähle ich keinem. Das tut Sulamin auch nicht. Am nächsten Tag könnt ihr wieder aufbrechen. Ihr klettert den Baum nach unten, löst die Seile und geht wieder die Richtung der Maraske folgend, nachdem der kleine Sklavenjunge mit ihr gesprochen hat, wie er diese Klacklaute von seinen Zehen gegeben hat und ihr wieder in Richtung Süden stapft, bis ihr dann irgendwann wieder in den Sumpfen sein werdet. Dann erreicht ihr wieder die merkwürdige Lichtung, wo immer noch verwesend, teilweise angefressen von kleinen Äffchen oder von anderen Kreaturen, Jagdgras, was auf ihnen sitzt, die Leichname erblicken können von der Schlacht. Und ihr erinnert euch wieder zurück an die Vision, die Zulamin hier bekommen hat, oder den Anfall, den sie bekommen hat. Währenddessen könnt ihr erkennen, dass die Spinne losläuft. Auf allen acht Beinen, unglaublich schnell bricht sie aus. Wie von einer Tarantel gestochen, verfällt sie in einen Lauf. Sollten wir hinterher? Sie hat Angst. Ja, das sollte in ihr sofort folgen. Etwas kommt. Deswegen braucht man Orgulizana. Und dann fängt er an zu laufen mit seinen alten, gebrechlichen Beinen. Fängt der Maraskan an zu spurten und die rohen Grobpriester ebenso. Ja, sporte ich auf meinen alten gebrechlichen Beinen direkt hinterher. Und ich auf meinen kurzen Stummelbeinen. Athletikprobe. Weil du bisher auch schon so nützlich warst, schreie ich ihm hinterher, bevor ich anfange zu laufen. Athletikprobe. Sprint, ich hab's geschafft. Sprint als Spezialisierung. Niemand hat das. Ja, ich bleibe. Warum halt. Niemand das? Warum ich hast du das? Wozu hast du das? Weil es im Kampf gut ist teilweise. Aber mir, du fällst hin, du bleibst irgendwie hängen an einer Wurzel oder so etwas, was irgendwie vor dir auf der Lichtung gewachsen ist und schlägst der Nase nach hinten. Währenddessen könnt ihr anderen erkennen, wenn ihr kurz stehen bleibt, vielleicht nach Abelmir seht oder aber auch nur, wenn ihr einfach nur nach hinten blickt und weiter rennt, wie auf der Lichtung es fängt an mit einem Kribbeln auf der Haut. Und dann könnt ihr spüren, als ob irgendwo eine Gasexplosion etwas erfasst, wie plötzlich die Luft in Flammen steht und die Umgebungstemperatur fällt gleichzeitig ab von Praios Sommer auf Firuts Winter. Es wird eiskalt und gleichzeitig brennt die Luft. Chaotische Manifestation von Asphalot. Abimio, wie hoch ist deine Magieresistenz? 10. Dann gib mir mal bitte einen W20. 18. Möchtest du einen Schicksalspunkt benutzen für unbekannte Effekte? Ich fürchte schon. Ich habe nicht verwandt. Ich habe nichts verbraucht. Okay, dann. Willst du denn keine Flügel haben? Nein, ich will keine Flügel haben. Alles klar, dann ein W6 bitte hinterher. Ihr anderen, während ihr lauft, unabhängig davon, dass ihr sprintet, jetzt der Spinne hinterher, verliert ihr alle ein W6, nee, gar nicht, ihr verliert nicht, sondern ihr bekommt ein W6 Schadenspunkte Ausdauer, bekommt ihr alle. Und Abelmir hat eine 5 gewürfelt. Während du dich wieder aufrichtest und versuchst, über die brennende, eiskalte Wiese zu hechten, den anderen wieder hinterher, bemerkst du wohl, wie sich aus der Luft heraus eine große Kugel schält und sowas wie Elmsfeuer oder wie dieses Effortfeuer, was zwischen den Segeln ab und zu herumtanzt, vor allem bei verschiedenen Wettererscheinungen, gerade bevor es dann anfängt zu blitzen, merkst du, wie du erfasst wirst und ein gewaltiger Zauber, der brennend hindurch dich schlägt. Ja, ich spanne mich unwillkürlich an und probiere, meinen Geist zu verschließen vor diesem Zauber und verkrampfe innerlich und liege da wahrscheinlich wie so ein Baby, Babyhaltung, eine Embryohaltung auf dem Boden. Probiere diesen Zauber in den Boden abzuleiten, wie immer das gehen mag. Ja, deine Muskeln fangen an zu krampfen, während du dort liegst. Versuchst dich eben aufzurichten oder versuchst eben den abzuleiten. Aber von Krämpfen geschüttelt, du siehst, wie deine Finger umgebogen werden zu Richtungen, die dir nicht einmal bekannt waren. Und dann merkst du eben auch, wie irgendwann Rafim wieder bei dir auftaucht und dich einfach mitzieht, während du dort zucken am Boden liegst. Schon wieder zieht er dich mit. Wirft dich dann wieder über die Schulter und dann kannst du der brennenden, eiskalten Lichtung entkommen und der Wandelskraft von Asphalot.
bis ihr dann wieder neben der Spinne stehen bleibt, die dann irgendwann aufgehört hat und der Kala sie wiedergefunden hat. Aber mir, wenn du nicht laufen kannst, dann kannst du das einfach sagen. Zusammengebissene Zehen probiere ich einen Satz herauszubekommen. Du kannst auch den Schaum sehen, der zwischen Abelmirs Mundwinkeln vorkommt. So, für heute läufst du nicht mehr selber, das ist ja fürchterlich. Du kannst ihn auf Mira schnallen, oder? Auch ich trage ihn über die Schulter, der ist ja leicht. Mit ja gut. Würde ich mir Abelmir über die Schulter werfen. So, Tekala, dann sag mal deiner Spinne. Das ist deine Spinne jetzt. Der Culminatio Kugelblitz, 1W20 plus 5 Schadenspunkte. Auf wen? Auf mich? Auf dich, ja. Zählt Endurium als Eisen? Weil er hat ja Endurium-Handschuhen. Die sind nicht also pur Endurium, die sind 50-50. Boah, das ist ein magisches Metall. Ja, sie sind vor allem klein genug, dass sie vermutlich nicht ins Gewicht fallen. Frage. Ich habe auf meiner linken Armschiene Invercano. Kann ich diesen willentlich einsetzen? Ich muss ja bloß gedanklich ausdrücken. Invercano-Spiegeltrick, ja, auf wen willst du es denn umleiten? Du hast ja keinen Augen. Ich muss bloß zurückwerfen. Ja, aber auf was denn? Es gibt ja keinen. Auf den Ursprung, also auf der Wolke. Es gibt keinen Ursprung. Asphalot zieht hier selbst durch. Du kannst ihn nicht auf Asphalot zurücklegen. Das funktioniert nicht. Kann ich ihn dann auf einen Baum umleiten? Einen Blitz kannst du nicht umleiten auf einen Baum. 1W20 plus 5. Also er könnte den halt wegschleudern, dann zuckt er chaotisch durch die Gegend und kann einen von uns treffen, würde ich sagen. Das sind nur 9 Schadenspunkte. Soll ich Asphalot beschwören, damit du den Vercano auf sie werfen kannst? Das wäre eine Option. Wir können davor aber erst noch Irrhebar beschwören, nehmen ihm das Spiegelschwert ab und machen das dann damit. Du hast recht, das wäre gesagt, viel sinnvoller. Warum habe ich da nicht reingedacht? Kommt so viel ASB. Abelmir liegt dann eben mit zusammengekrämpften Händen vor Rafim und kann sich dann irgendwann den Schaum wieder aus dem Mund wischen. Vielleicht hat er dann neben der Spinne liegen bleibt. Das, liebe Fremdigis, ist der Grund, warum ihr immer einen Eukulizaner bei euch haben solltet, denn sonst könnten euch Flügel wachsen oder ganz andere Dinge. Verdammter Dschungel. Viele Brüder, Schwestern wurden davon schon erfasst. Ihnen sind Augen gewachsen oder ein Schuppenkleid, so wie dem da. Dabei zeigt er auf Rafim. Irgendwie konnte eure Eukulizaner der Spinne aber die Spinne nicht dazu bewegen, endlich aufzubrechen. Man muss der Spinne und dem Trippelschritt eigentlich nur folgen. Sie bringt einen dann von alleine dorthin, wo man möchte, beziehungsweise wohin sie möchte. Und solange man ihr folgt, kommt man immer sicher an und wird von dieser Wandlungskraft nicht erfasst. Ja, also ehrlicherweise, das hätte man auch mit einer Wettervorhersage herausfinden können. Das ist ja jetzt auch nur ein Wetterphänomen, nicht wahr? Nein, das war dämonisch. Das ist kein Wetterphänomen, das ist ungeschaffene Materie. Ja, das ist mir schon bewusst, das war. Ich lasse euch gerne wissen, dass es sich hierbei nicht um Materie gehandelt hat. Fremdigi Boltax, ihr müsst noch so viel lernen, bevor ihr bereit seid, den Kreis weiter zu beschreiten. Ja, und ihr müsst auch viel lernen, zum Beispiel Humor. Macht von euch. Zwergenwitze, die kommen bei uns nicht so oft an. Müsstest du mittlerweile schon gelernt haben. Ja, dann müsst ihr euch mehr anstrengen. Jedenfalls sollte sich ein solcher Ereignis noch einmal zeigen, Kapitän, ein Gardianum würde euch Ehre helfen. Ich hatte dafür keine Zeit. Ja, ihr solltet das nächstes Mal einfach nicht hinfallen. Ja. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Das solltest du wirklich nicht machen, Abelmir. Das war nicht so clever. Das war sehr dumm. Eine unserer Weisheiten besagt, am helllichten Tag einen Fuchs zu fangen, bringt Glück im Unglück. Hier gibt's Füchse. Auf dem Festland gibt es Füchse. Ah, okay. Und in einer Scheune einen Fuchs zu fangen, ist ein Zeichen der Zeit. Gehen wir einfach. Weit kann es ja nicht mehr sein. Zur Saatzeit auf eine Leiter zu steigen, ist ganz in Paraynesin. Und ich wünschte, ich hätte Kerzen dabei, damit ich sie mir in meinen eigenen Ohren schmeißen kann. Eine Weisheit nach dem anderen, die von irgendeinem verqueren maraskanischen Kopf in einer Tavernuzak erfunden worden ist, bei Torvaland Scherze zu machen, hilft niemandem. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. So will es Ingrim. Ja. Im Schlaf gemacht Possen zu reißen, wird ungern gesehen.
ja, eine Weisheit nach der anderen, die dir weitergegeben wird, bevor du den Kreis beschreiten kannst, Boltax. Und damit du dich weiter entfernst von deinem ekelhaften Fremdigigeretschen Wesen hin zu einem Bruderschwester. Die kriegen von mir die ganzen Zwergenweisheiten um die Ohren geballert. Ja, und die Geschichte von der Armbrust und die ganzen Witze. Erzähl nochmal den Zwergenwitz mit dem Käse. Nein, den müssen sie sich erst verdienen. Das ist ein richtig guter. Zwergenwitze. Wie kriegt man 12 Zwerge in eine Kutsche? Man wirft einen Dukat rein. Hinten rein. Okay. Wie wurde der Kupferdraht erfunden? 2 Zwerge haben gleichzeitig denselben Heller gefunden. Es sind keine Zwergenwitze, das sind Witze über Zwerge. Das ist kulturell sehr verletzend. Das ist das, was unter überlegenen Kulturen als Zwergenwitze durchgeht. Du meinst unter unterlegenen Kulturen? 2 Tage später könnt ihr verdreckt, verschlammt durch den maraskanischen Dschungel wieder gekrochen sein. Eure Kleidung zerrissen von Dornicht und weiter verschlammt, steht ihr dann mit einem sehr abgequälten Gesicht, leicht verletzt, vor allem Rafim, der wohl da auch mit 2-3 Stachelschweinen noch gekämpft hat, vor der Küste. Und seht, wie dort nach und nach dann die Tiger von Maraskan auf euch zufährt. Beim Nachbarn Magie zu wirken, erfreut die gnädige Göttin. Oh, bei allen 17, haltet die Klappe! Oh, jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Macht euer dummes Maul zu! Und eine wichtige Weisheit noch, Praios freut sich über jeden Flimflam. Möchte noch jemand ein Stück vom Wildschwein? Ja, bitte! Ich reiche ein Stück Wildschwein herüber. Was ist das mit dir? Lass mich erschöpft in den Sand fallen. Ich ignoriere meine Kameraden. Ja, so könnt ihr die Tiger von Maraskan wieder betreten und freut euch, dass ihr den Dschungel endlich wieder hinter euch lassen könnt. Blickt dann wieder die roten Farnichte an, die dort dann aufragen, die ekelhaften Affen, die euch in den letzten 2 Tagen so sehr gequält haben, und Zulamin kann den letzten Büschel von Jagdgras aus ihrem Knie herausziehen, während ihr euch dann auf den Planken irgendwann niedersetzt, noch einmal den Duft vom Meer eben mitbekommt, das Salz, was irgendwie unter euch krustig auf den Planken liegt, und das raue Gemurre der Piraten, die sich dann freuen und endlich wieder die neuesten Neuigkeiten austauschen, der Klatsch, der wieder beginnt. Sie haben wohl auch eine Seeschlange besiegt, die dann hier vor Anker lag, und das haben sie wohl tatsächlich, zumindest könnt ihr viele Schuppen erkennen, die dann hier eben aufgebahrt liegen, und sie kochen merkwürdiges Fleisch ein. Aber vielleicht war sie nur sehr klein. Und so segelt ihr in Richtung Süden. Endlich wieder zurück nach Beskan zu eurem eigenen Schiff und auch an eigenen Matrosen. Oh, wenn ich jemals wieder an den Fuß auf diese Insel setze, in diesen verfluchten Dschungel, ich werfe mich einem Schluff ins Maul. Oh, Harujian, komm mal her. Hast du den neuesten Klatsch schon gehört? Hast du gehört, wie Boltax den Echsentempel zerstört hat? Oh, mit einem mächtigen Zauber. Ja, so war das. Und hast du schon gehört, wie Boltax beinahe seine Kameraden umgebracht hätte, weil er seinen eigenen Zauber nicht unter Kontrolle hatte? Aber nur beinahe, denn Boltax ist ein verdammt guter Zauberer, nicht so wie ein gewisser Dämonenbeschwörer hier. Oh, den ihr ja keine Dämonen beschwören lasst. Ja, zum Glück. Habt ihr schon gehört, dass Chirimoya dem Alkohol frönt? Das wird man wohl noch sagen dürfen. Ja, das wird man auf jeden Fall sagen dürfen. Und heimlich das Kämpfen, aber das bleibt unter uns. Ja, das bleibt selbstverständlich unter uns. Und habt ihr schon gehört, dass Samandrianji schon vorgestern sich waschen wollte und er hat es einfach nicht gemacht. Oh, aber und so segelt ihr nach Süden.